komm weiter. Komm her. Sag ich weiter, weiter, weiter. Und ihr fragt euch, warum meine Runden so lange dauern manchmal, wenn ich mit meiner Hündin unterwegs bin. Ist das Ihre Runde? Servus, grüezi, hallo und moin, moin. Mein Name ist Burkhard Kadu, einer der HAJ Hannover Marathonbotschafter. Heute auf meinem Laufblock 89 am Montag, den 14. März 2019. Und was ich zu erzählen habe, jetzt und hier nach dem Intro. Yeah! Komm, komm, komm. Hallo, da seid ihr wieder. So, erstmal den Uhrstecker raus. Vlog 89. Muss ein bisschen gehen, ich kann wieder nicht beides. Oder alles drei. 607 Kilometer bis gestern. Heute kommen wieder 5 dazu. Unglaublich. Ich weiß zwar nicht, ob ich es schaffe, bis zum 7. April meine 1000 Kilometer zu knacken. Aber ich bin dran. Aber jetzt muss ich erstmal sagen, hey, komm hierher. Ja, wir haben ja erst den 14.3. Das heißt, ich habe noch gut 14, 15 Tage, in der meine Hündin frei laufen darf. Ab dann ist ja in Niedersachsen wieder das Leinengebot. Ja, ich hatte versprochen, ich versuche jeden Tag jetzt zu streaken bis zum 7. April, bis zum Hannover-Marathon, den ich mit euch laufen will. Sag mal, Hündin, kannst du mal hierher kommen? Komm da raus, komm her, komm, 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 komm hierher. Sag hey, das ist, da ist sie, sieht ihr sie? Sag hey, komm hierher, komm her. Zurück, zurück, dieser Weg hier. Hier hoch, fein, 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 fein. Hier hoch, hier hoch. Sag hey. So, ich muss mal abschalten, das wird gerade kompliziert. Sag hey, komm hoch hier. Ja, 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 komm her, hoch, hopp, hier. Und weiter geht's. Hoch. So. Jack, jetzt weißt du, warum meine Runden immer so lange dauern. Weil ich, wenn ich mit der Hündin laufe, ist sie die Priorität. Ja, was wollte ich erzählen? Heute ist Montag, Wetter ist gut, gerade hat es geregnet, aber der Frühling nähert sich, die Motivation wird besser und heute darf ich wieder arbeiten gehen. Das heißt, der ganze Morgen rennt mir wieder zwischen den Fingern weg. Mein Handy ist kaputt, ich habe keinen Ton mehr, da ist der Tonabnehmer-Chip gebrochen. Auf der Reise habe ich ja nicht so viel telefoniert. Ich kann alles machen, nur nicht telefonieren. Ist ja auch ein Telefon. Ich meine, es reicht ja, wenn man WhatsAppen und Simsen und... Nee, Simsen macht ja auch keiner mehr. Googeln und vor allen Dingen online gehen kann. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gut im Training. Der Schweinehund ist jeden Morgen wieder da. Aber es gilt, ihn zu bekämpfen. Und er versteckt sich hinter jedem Baum, hinter diesem zum Beispiel. Nein, das ist Anhe, meine geliebte Pater-Del-Terrier-Hündin, die nach 10 Kilometern immer sagt, wann geht's denn los? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ja, ich wollte mich nur melden. Ja, wenn ich die Kilometer nicht schaffe, ist es so. Aber wir werden es vielleicht irgendwie hinkriegen. Ich muss statistisch gesehen in den nächsten 9 Tagen nur 20 Kilometer pro Tag laufen. Schaffe ich nicht. Aber ist egal. Denn ihr habt mich mit der Kamera bereits 607 Kilometer begleitet. Das heißt nicht, dass ich nur 607 Kilometer gelaufen bin, aber natürlich habe ich meistens bei den Läufen meine Kamera dabei gehabt. Manchmal war es natürlich so, dass eine Aufnahme nicht geklappt hat. Wir müssen zu Hause und stellen fest, sie ging nicht. Nicht draufgedrückt, gelöscht, schlechte Aufnahmen. Aber ich habe so viel gelernt. Am Anfang konnte ich gar nichts. Da wusste ich mal gerade, wie man ein Video ja, filmt. Aber einfach nur aufnehmen, so wie jeder. Mittlerweile schneide ich, lege Musik drunter, verlinke Dinge. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und ich hoffe und glaube auch, dass die Erfahrung mich in den nächsten Jahren sehr weit bringen wird.
frei nach dem Motto, es gibt ja nichts Gutes, außer man tut es. So, meine Hündin, das ist wieder echt anstrengend. Kommst du? Hund! Komm her. Das ist ihre Zeit, ne? Jetzt muss sie nachher wieder ganz alleine im Haus sein, wenn ich arbeite. Darum genieße ich das, mit der Hündin zu laufen. Aber ich muss mein Tagesgeschäft natürlich auch schaffen. So, ich spute wieder ein bisschen. Hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Soweit, Block Nummer 89. Unglaublich. Vom Montag, 14.03. Wir sehen uns morgen. Kommt gut ins Laufen. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. 209 Abonnenten habe ich bis jetzt. Ich wollte eigentlich auch 1000 Abonnenten schaffen. Aber wer weiß. Alles gut. Bis morgen. Danke euch. Tschüss. Los geht's. Power. Yeah.